Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute Seven vs. Wild Folge 9 an. Zuvor bei Seven vs. Wild. Einfach Netflix. Sandra drückte in der Nacht nicht den gelben Knopf. Sie zweifelte aber weiterhin, ob sie nicht besser ausschalten solle. Mhm. Die Gruppe entschied sich, einen eher entspannten Tag zu machen. Joey zimmerte an seinem Notshelter rum. Das ist und richtig Julia gut. Hatte so großen Hunger, dass sie das Hundefutter aß. Das ist krass. Letzte Vorbereitungen wurden getroffen, dann brach die Dunkelheit herein. Und der Notruf. Mitten in der Nacht dann der Worst Case. Ein Code Red. Das heißt lebensbedrohlich. Code Red mitten in der Nacht, Code heißt nichts Red Gutes. Mitten in der Nacht ist kein gutes Zeichen, Leute. Ja. Und das war das Ende der letzten Folge. Ich bin gespannt. Ist es Hugo oder Sandra? Das und viel mehr sehen wir jetzt nach der Werbung, die keine Werbung sein wird, denn wir machen direkt weiter. Tag 7, Mitternacht, minus 2 Grad, wirklich eine recht angenehme Temperatur noch für eine Nacht. Jemand hustet. Okay. Oh, es ist Hugo. Hugo zittert. Hugo zittert. So, wir haben mitten in der Nacht. Und Hugo geht's gar nicht gut, ey. Hugo, versuch mal ganz kurz zu antworten. Hast du Magenschmerzen? Hugo ist gerade irgendwie unterkühlt. Unterkühlt. Sodbrennen, die werden richtig heftig. Sodbrennen, ich hab noch nie Sodbrennen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Während der Nacht Schleim rausspucken, weil alles vor der Schleife. Aus dem Bauch, oder? Boah, er ist auch krass am Zittern. Magen oder aus der Lunge? Er hat schon gedrückt. Wo ist der Schleim hergekommen? Hat man das schon gesehen, dass er gedrückt hat? Das ist einfach in meinem Mund. Alles in seinem Mund? Schaum und Schleim oder wie? Boah, der ist auch krass am Zittern. Man weiß halt nicht, wie weit die weg sind. Ne? Der Helikopter, der muss halt direkt dahin. Nee, mir ist nicht kalt. Ich hab dieses andere Zittern. Das andere Zittern? Wann hat es angefangen, Oha. Hugo? In der Nacht bin ich immer wieder aufgewacht. Oh, immer wieder aufgewacht. Das geht auch gar nicht. Ich kenne das ja nur, also sowas Schlimmes hatte ich jetzt noch nicht. Aber man kennt das ja von Erkältungen oder wenn man irgendwie Fieber hat oder so. Und wenn du dann nachts aufhast und du bist vollgeschwitzt und bla. Gut, dann ziehst du halt ein anderes T-Shirt an. Oder dann nimmst du kurz einen Halsschmerzbonbon. Das haben die da halt alles nicht. Es kam gerade ein Code Red von Hugo rein. Mhm. Security-Team hat mich gerade angerufen. Die sind schon unterwegs. Sehr gut, sehr gut. Also sie sollten in 5 bis 10 Minuten da sein. Oh krass, okay, aber das geht schnell. Ich versuche jetzt trotzdem hier schnell mal Empfang aufzubauen. Aha. Um ihn anzurufen oder das Team anzurufen. Ja, besser ist das. Es scheint aber schon alles sehr, sehr gut organisiert zu sein. Kann er die denn da erreichen? Die sind ja mitten in der Pampa. Code Red mitten in der Nacht ist kein gutes Zeichen, Leute. Nee, nee. Ich hab gerade ein SMS bekommen. Hugo muss raus. Ferm, Panik oder elektrisch N, Leber, bedroh. Ja, wir können jetzt mal elektrisch N wahrscheinlich elektrolyt. Ist das schon lebensbedrohlich? Oder? Naja, leb.bedr. Das klingt für mich lebensbedrohlich. Das ist krass. Sicherheitscabin. Okay, achso, da sind die direkt am Start. Die sind ein bisschen näher, das heißt, die haben so quasi 2 Quartiere oder wie. Fahren jetzt rüber wahrscheinlich zum Helikopter, ne? Weil mit dem Auto kommen die da, glaube ich, nicht hin. Boah, ist das schon spannend. Hallo, wer ist da? So einen Schnitt hatte ich mir gewünscht. Hallo, vor ein paar Folgen. Seht ihr schon die Lichter vom ATV? Es müsste schon direkt ein Team zu euch unterwegs sein. Ja, wir sehen den Quad, ja. Wir sehen den, jawohl. Okay, er quatscht also, mit Joe. Kurzer Stand. So wie es ausschaut, hat Hugo gerade, oder hat er entweder eine Panikattacke oder irgendwas mit den Elektrolyten. Aha. Ah, da kommt was. Okay, ja, Hugo, wir sehen Joes Ansicht. Was. Boah, wie der Boden glitzert, ne? Ach, du Kacke. Perfekt, okay. Ja. Er hat richtig Krämpfe. Du hast Krämpfe im Bauch? Ja. Okay. So, Alter. Setz dein Wasser. Wir kriegen das alles gemeinsam hin. Ja, Hilfe auf kommt. Jeden Fall. Hilfe kommt, wir sind alle hier. Sandra, genau. Wieder positivster Mensch. Digga. Ich hätte ja gesagt, ich reagiere eigentlich nur auf die Szenen von Sandra, deswegen ja auch immer im Titel Luca regelt auf Sandra bei Seven vs. Wild. Aber das ist ja schon gerade eine spannende Situation. Die Sanitäter kommen da jetzt. Oh mein Gott, das Lied im Hintergrund, das habe ich manchmal in meinen Minecraft-Videos benutzt. Das erinnert mich an meine Creeper-Verfolgungsjagden. Aber krass, boah, das willst du auch nicht haben, ne? So ein Krampf und dann weißt du auch noch, du bist jetzt, wenn man das zu Hause hat, ist ja schon ekelhaft, aber wenn du dann auch noch so mitten in der Pampa in Neuseeland bist, das ist eine ganz andere Liga. Die Ärzte sind da. Sandra ist wach. Stomach cramp. Sandra kann auch kein Englisch.
Say something? Die Sandra guckt, weil sie kein Englisch kann. Ja, ist gleich vorbei, Hugo. Versuch ein bisschen zu atmen. Was ich aber sehr gut finde, ist, dass das ganze Team sehr ruhig geblieben ist. Also klar, die Ärzte da, die ziehen jetzt schon durch und beeilen sich. Da. Hugo ist noch nicht da, der wird gerade abgeholt. Wie gesagt, aber das Sandra und so dann so meinen, beruhig dich, wir kriegen alles hin, atmen erstmal durch, ein paar Fragen stellen. Wann war das, um halt ihn jetzt nicht auch noch unnötig zu... Gucken wir mal. Um jetzt ihn hier auch noch unnötig irgendwie unter Druck zu setzen oder so. Wir haben nicht ganz doll die Bedenken, den Tag an dich. Bald, alles wird los. Wir sehen uns. Hugo geht anscheinend raus, ja. Hugo hat gerade Red gedrückt und Hugo geht weg. Oh, vorsichtig, Digga. Hier ist das Loch vom Feuer. Okay, das heißt, er kann auch laufen, tut ihm extrem weh. Boah, das ist schon ekelhaft, ne? Hugo ist bei dem Camp. Ja, Hugo ist beim Camp, ja, bei Fritz. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, was er erzählt. Er steigt ins Auto und jetzt, ach ja, nee, die ist noch nicht, es war aber in der Cabin und jetzt fahren die, glaube ich, rüber in die Orga-Zentrale ins Camp. Boah, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was er erzählt. Boah, wie schön muss das sein, jetzt in einem warmen Auto da zu sitzen. Das muss ja so krass sein. Ich glaube, plötzlich appreciated man alles. Wenn du da 6 Tage in der Pampa bist, in allein normales Wasser. Oha, Krankenhaus? Die ausführliche Situation um Hugo und seinen Gesundheitszustand seht ihr in voller Länge, sehen wir sobald behind the scenes of YouTube. Ja, okay, ich glaube, der hatte wirklich irgendwie Niere oder irgendwie sowas, hatte ich, glaube ich, gelesen, ne? Wenn ihr es genauer wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Ich schaue mir jetzt halt nicht die behind the scenes auch noch on top an. Ich glaube, das wird ein bisschen den Rahmen sprengen. Stefan ist raus und jetzt auch Hugo. Bald vielleicht Sandra unten links. Sie hat ja auch schon überlegt, Code Yellow zu drücken, aber... Ein neuer Tag ist angebrochen. Tag Nummer 7. Sandra hat die Hälfte fast geschafft, wenn sie da jetzt noch bis zum Abend da mit am Start bleibt. Guten Morgen. Ich habe mittlerweile Hugos Mütze an. Hugo wurde ja gestern Abend abgeholt. Es war ein riesen Schock für mich, weil ihr müsst wissen, Hugo schläft, hat immer da hinten geschlafen. Hier zwischen Julia und mir quasi, aber nur hinten. Und mitten in der Nacht ist Hugo einfach auf mich gekrochen und eigentlich ist das normal, wenn er pinkeln will, weil hier quasi der Ausgang ist und er muss zwangsläufig an mir vorbei. Mhm. Aber der hat dafür so lange gebraucht und dann habe ich mich... So krasse Geräusche gemacht. Genau, so... Also er hat so super, super schwer geatmet und extrem laut und man hat irgendwie gedacht, er kriegt keine Luft. Ja, mhm. Dann ich kam überhaupt gar nicht klar und dann... Ja, ich kann mich daran irgendwie auch nicht mal so gut erinnern, aber auf jeden Fall haben wir dann Joe gerufen und ich glaube, den Rest habt ihr dann ja gestern auf allen anderen Kameras gesehen. Ich konnte nicht mitfilmen, ich fand das irgendwie zu crazy. Ja, ich finde es auch krass, dass man dann in solchen Situationen dann nicht nur sich um eine lebensbedrohliche Notsituation und einen Gesundheitszustand und einen Menschen kümmern muss, sondern auch noch irgendwie an den Content denken muss. Wisst ihr, das ist so ein bisschen makaber auf der anderen Seite, aber gut, es ist halt das Format. Es ist eine neue Botschaft angekommen. Im Camcorder. Nee, Recorder, nicht Camcorder. Funkspruch 4. Hawaii-Koffer. Standort. 550 Meter Luftlinie in Richtung Nordost. Nordost. Flugzeug aus. Mhm. Laufdistanz ca. 900 Meter. Boah. Laufdistanz 900 Meter. Lauft ca. 450 Meter Richtung Osten. Auf eurer Seite des Flusses bis zu einem Weidezaun. Ja. Ah, den habe ich gesehen. Nutzt nach der Überquerung des Baches und dem kurzen Steinanstieg. Ist schon geil. Es klingt auch so ein bisschen so Escape Room, die drei Fragezeichen mäßig. Gibt es einen Baum, der mich irgendwie lockt, der irgendwie zu mir sagt, Uwe, komm her. Und das ist der Baum ganz da hinten auf dem Berg. Ein Baum sagt, Uwe, komm her. Oh, jo, mal sehen. Ja. Seht ihr den, ne? Warte. Da ganz hinten, jo. Da ist ein ganz kleiner Punkt. Ja. Auf dem Berg. Das ist krass. Baum. Aber Uwe ist auch schon am Zaun. Da, wo angeblich was liegen soll. Der ist ja ganz alleine und wird so bestrahlt von der Sonne. Boah, das muss ja so schön warm sein auf der anderen Seite. Allein, dass hier noch so kleine Fetzen Schnee überliegen, zeigt ja, wie kalt es da einfach ist. Oha, was baut Joey Kelly da? Einfach Villa. Wo sind wir? Dubai? Krank. Okay, Uwe ist komplett weit weg. Der sucht anscheinend den Koffer. Boah, das ist krass, wie Uwe am Durchziehen ist. Ne? Einfach ein Macher. Jetzt wird's richtig steil. Krank. Boah, und das ohne Essen. Seit 7 Tagen nur mal eine Hummel oder eine Erdnuss. Das ist ja so krass. Das muss so anstrengend sein.
Man denkt sich nur so, wenn man das sieht, boah, easy. Aber das ist krass, da muss ja sowas Heftiges drin sein. Stellt euch mal vor, dass wir noch Elektrozaun. Meine Beine brennen. Dauerhaft ein Gewisch bekommen. Alter. Und er muss ja den Weg auch noch runter, das ist schwieriger als hoch. Auch beim Joggen, der Grund ist immer schwieriger, auch immer schlechter für Gelenke und so. Donkey Kong. Ja, wirklich, auf allen Vieren. Boah, ich weiß, ich wurde auch... Er hat ja auf der Tonaufnahme gesagt, durch den Wald. Wow. Die Sache ist, ich werde auch oft gefragt, ob ich mitmachen würde. Hier, wo bin ich, Alter? Ich weiß es nicht. Ich hätte Bock auf die Challenge, aber ich weiß, ich würde so viel abnehmen und für Gesundheit ist es echt nicht gut. Und da achte ich ja relativ doll drauf, deswegen bin ich da so ein bisschen... Weiß nicht, boah, Hugo, geile Sau. Hugo, Uwe, geile Sau. Wann findet er denn den Koffer? Ich sehe den Koffer. Oh, yo. Yay. Er sieht den Koffer. Oh, shit. Ausgerutscht. Und er muss den ganzen Weg auch noch wieder zurück. Ich sehe den Koffer. Mich erinnert das gerade voll an... Ja, ist das nochmal dieser eine Typ, der gestrandet ist. Und dann hat er so einen Ball oder so ein Holzstück... Oder irgendwie so, dann gibt der denen einen Namen, weil er so völlig verrückt wird auf so einer Insel oder so. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie der Film heißt. Den muss ich mal wieder gucken, war sehr, sehr krass. Aber es ist schon lange her bei mir, dass ich den gesehen habe. Daran erinnert mich das gerade, weil Joey auch so ein bisschen durchdreht gerade in seinem Kopf. Da ist der Koffer, oh mein Gott. Ein Hawaii-Koffer. Das ist krank. Boah, da würde ich auch erstmal chillen. Das ist krass. Und dann so ein kleines Ding. Also was das für eine Entfernung ist. 900 Meter klingt so easy. Aber mit dem Zustand, den die da haben, mit dem Gesundheitszustand. Ich habe das Gefühl, ich muss hier pennen. Auf den. Krank. Das muss wirklich krank sein. Okay. Los geht's. Und jetzt, und das ist halt das Krasseste, jetzt mit dem Koffer wieder zurück. Er ist ja schon am Arsch, weil er da hingelaufen ist. Und jetzt noch mit einem Koffer wieder zurück und bergab. Wenn man da ausrutscht, dann kannst du dich richtig wehtun. Und es ist gerade mal 12 Uhr mittags bei denen gerade. Boah, guckt euch mal den Weg an, den der jetzt zurücklaufen muss. Da ist das Camp. Jo hat wieder einen wunderschönen Monsterbaum mitgebracht zum Zerlegen. Und ich sag mal so, Knoten kann der Mann auf jeden Fall. Leicht aufgehen tun die nicht, aber das kriege ich schon. Kann man die einfach durchsägen, das Ding? Die haben noch eine Säge. Ah, perfekt, dann hätten sie kein Seil mehr. Hm. Können wir kurz Obi fahren. Uwe. Uwe, einfach Vlogger. Oh. Sheet-Aufnahmen der letzten zwei Nächte. Da laufen Schweine rum. Wildkamera. Das ist krass. Oh. Ah, Rehe. Ein Reh ist an der Kamera. Mhm. Boah, wenn die so eins töten würden, ne? Was ist das denn? Ist das ein Fuchs oder ein Waschbär oder irgendwie sowas? Da hätten die halt essen. Hey, das hochzulaufen hat sich so übelst anstrengend. Das wäre halt krank, ne? Ja, da ist Antonia. Unser Baum, Antonia. Antonia? Einfach schon Namen geben. Und da mit Koffer. Das ist ja so krank. Einfach mit Koffer. Einfach, der fliegt in Urlaub jetzt. Krass, das von hier aus. Ich glaube, ich würde den Koffer runterschmeißen. Boah. So vor mir herkicken, so ein bisschen jetzt den Berg. Boah. Ich will wissen, was in diesem Koffer ist. Boah, Leute, ich kann nicht mehr warten. Ich kann auch nicht hinkommen. Komm mal auf. Okay, sie machen den Koffer auf. Ich bin sehr gespannt. Ladies und Jungs jetzt hier sagen. Warte. Okay, Alter. Es muss meine Zigaretten drin sein. Es müssen meine Zigaretten drin sein. Wie Uwe dafür gerackert hat, ne? Digga, Uwe sagt mir, ist drin. Guck rein. Das ist krass. Ach ja, stimmt. Uwe hat ja die Kette an. Oh. Boah, ist da wenig drin. Eine Ukulele. Das ein Schlafkissen. Ein Nackenkissen. Zwei Stück sogar. Okay, das ist gut. Aber ich glaube, daran hapert es den gerade nicht. Rotwein. Rotwein. Boah, können die saufen. Sandra direkt grinsen. Woher weißt du, dass es Rotwein ist? Hast du probiert? Ja, ja, Blut sein. Hier lesen. Ach so. Na gut, es kann auch Traubensaft sein. Leute, aber das können wir ja wirklich nicht trinken. Aber hier Schokolade! Haben wir, boah, das ist krass. Oh mein Gott. Ich glaube, Schokolade freut man sich extrem drüber. Ach du Scheiße. Stell dir mal vor, der wäre voll mit so Essen, mit so Dosenravioli. Wie krank das wäre. Ja, toll, ein Handyständer, danke für dich. Nee, ist kein Handyständer. Hier ist so ein Teller drin, 24 Karat Gold. Was? Den kannst du dann so aufstellen. Ach toll. Teller aufstellen. Das ist die Trophäe, die ich mit ins Lager gebracht habe. Special Edition Hawaii. Ah ja. Aha. Oh, danke. Sonst halt die Kissen, ne? Ja, okay. Danke für nichts. Wirklich, danke für nichts. Also, ey, das ist auch bodenlos. Also klar, es soll ja auch schwer sein, aber da packt er doch bitte wenigstens
eine Packung Ravioli rein, dass jeder mal eine Nudel essen kann. Die brauchen doch ein bisschen Energie mal. Mal dran riechen, ja. Dran riechen? Willst du wirklich? Das ist krank, ja. Daran zu riechen. Krank. Boah, das muss ja so krass das riechen. Das riecht sogar noch tausendmal besser, als es schmeckt. Wirklich, Sandra isst. Warum isst sie denn nicht? Krank. Hat sich ja gelohnt. Danke für das. Warum isst sie denn nicht? Noch eine Sache. Falls du demnächst Zigaretten siehst, einfach mal Bescheid geben. Ja, wenn ich da irgendwann am Baum eine hängen sehe oder so. Ja, dann sag mir mal bitte einfach mal Bescheid. Es waren ja Zigaretten im Flugzeug. So Kifferzeug. Aber die haben sie ja nicht gefunden. Boah, würde ich mir auch so reindröhnen. Ich weiß nicht, also wie gesagt, schwierig zu urteilen aus Deutschland raus. Ich brauche irgendwas in der Lunge. Ich brauche was in der Lunge, Leute. Schwierig aus Deutschland raus zu urteilen, aber das Flugzeug, wenn die da doch Kippen drin versteckt haben, dann müsste man da wirklich das Flugzeug mal komplett auseinandernehmen. Die haben sich da schon was bei gedacht. Also das verstehe ich nicht so ganz, dass die nicht direkt gesagt haben, komm, jeden Winkel des Flugzeugs untersuchen, weil da waren ja Kippen drin, haben die ja gesagt. Aber gut, vielleicht wenn du da bist und fällt dir irgendwie der Himmel auf den Kopf oder wie sie mir das sagt, die Erde auf den Kopf, keine Ahnung. Ist auch egal, Leute. Sandra ist auch in dieser Folge noch nicht rausgeflogen. Das heißt, es wird von mir auf jeden Fall noch eine 10. Reaction geben auf Seven vs. Wild. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst einen Daumen hoch und ein Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Wir sehen uns da dann wieder. Ciao.